So, hallo, liebe Pandami-Community. Wir sind heute mal wieder am Montag bei FC auf dem Freiheitsstream. Zeigen euch den Schwurbel Deutschlands, vielleicht auch der Welt, wenn es welchen gibt.
Und dazu möchte ich ganz herzlich die Charlotte, Hexin Luna, Malthus und Nineberry begrüßen. Ich begrüße mich nicht selber. So, und als nächstes wird dann Nineberry euch begrüßen. Jo, hallo, willkommen bei uns im Chat. Da sind zum Beispiel Flower Brokkoli, Stefan Berlin, ganz, ganz viele Leute, die Spenden gemacht haben. Fischbrötchen mit Zwiebel, lecker. Nico, hallo Tendor, hallo Silmenor, hallo El Napo, Pixel, ah, Pixel bist du selbst, ne? Ja, bin ich Ja, und alle, selber. die ich jetzt vergessen habe, ah, hallo, Dokugraf und Klaus der Hund. Wir haben heute kein Pet, falls ihr das Pet kennt und vermisst, ist heute nicht aktiv, das ist in Urlaub, hat es sich, denke ich, verdient nach mehreren Jahren im Dauereinsatz, ist aber hoffentlich demnächst wieder zurück. Ja, und heute sehen wir Streams aus Magdeburg, Landshut, Rostock, Freiberg und Bad Nürnberg. In der Mitte natürlich wie immer süße Pandas, die spielen und sich hoffentlich dabei nicht verletzen. Das wäre nämlich sehr schade. Ach, gerade eben ist noch der Parkplatz eben nirgendwo dazu gekommen. Malthus weiß wahrscheinlich wo. Sieht nach Bad Und Dürkheim aus, oder? weiß ich nicht. Da unser Eichhörnchen, was wir natürlich auch immer haben, das braucht mal wieder einen Namen. Heute ist Tag der Marktschreier. Mal sehen, welche Namen euch dazu einfallen. Und rechts haben wir heute mal den Platzhalter, weil wohl nicht so viele Leute streamen, online sind, weil bei D-Live einige Streamer gesperrt wurden, wie auch immer die das geschafft haben. Ja, und das unten links ist tatsächlich bei Dürkheim, habe ich natürlich sofort erkannt. Ich bin heute als Gast da, also nicht wieder als Regular, sondern als Gast. Habe also hier nur ein Gasthonorar heute, keine für eine Hauptrolle. Das kann sich wieder ändern, nein, Barry, aber es liegt ganz alleine an dir. Ich will's ja nur noch mal sagen. Ja, wir haben uns vor der Sendung schon ein bisschen angeschaut gehabt, was in Landshut so abgeht. Hexchen Luna, du hast dich damit beschäftigt. Dort ist in dieser Zeit ein Fest, das dort gefeiert wird. Ja, das ist die Landshuter Hochzeit, aber ich bin noch am Namen und ich habe bisher jetzt nur Aalgeert, Wurstachim für Scherbert. Also zwei müsst ihr noch raushauen, damit ich die Abstimmung starten kann. Der Gemüsemann fällt, sehr gut. Ach, Marktschreier. Ja, Stimmt, Marktschreier. wusste ich gar nicht, dass es das noch gibt. Ich erinnere mich so an meine Kindheit, aber habe ich schon ewig nicht mehr live gesehen. Doch, gibt's immer noch. Doch, die Gibt's treten das auch nur? immer als Horde auf. Das ist irgendwie so ein Riesending. Also irgendwie fünf, sechs Marktschreier, die mit ihren Ständen irgendwie alle zusammen wie so ein Karneval durch die Städte touren und dann so Marktschreier auf Auftritte mal bringen. Es gibt auch noch richtige Marktschreier, also die auf dem Markt stehen und die Angebote anpreisen. So, jetzt. Ich habe jetzt die Salami-Susanne als letzte genommen. Den Blumen-Otto lasse ich raus, weil wir haben vier Herren und eine Dame. Ich starte die Umfrage und dann könnt ihr jetzt loslegen. Wie immer könnt ihr auch Stimmen kaufen. 3 Minuten Zeit habt ihr. Und das ist diesmal kein Kanalpunktebetrug, ganz sicher nicht. Nein, ich habe es auf 10 gelassen. Kann man Zehn Pfötchen. bei Marktschreiern inzwischen auch mit Karte bezahlen? Weil früher ging das immer nur mit Bargeld. Die Aber heute? Marktschreier preisen nur das Zeug an, was verkauft wird am Stand, aber bei denen kannst du nichts bezahlen. Ja, Also. doch, 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 doch. Die machen doch immer die Tüte für 10 € oder für 20 €. Also da kannst du immer nur Genau. mit Scheinen bezahlen. Also so kenne ich das aus meiner Kindheit, als sie die Städte getourt haben. Da hat dann oben auf der Bühne gestanden, hast so eine Tüte genommen und dann tonnenweise Fische reingeklopft und gesagt, jetzt hier für 20 D-Mark gibt's eine ganze Tüte voller stinkender Fische und Genau. so.
Ich pack noch ein Heilbutt drauf und noch drei Schillerlocken und den Hering, den kriegst du auch noch. Und das habe ich immer nicht gekauft, weil ich habe als Kind Fisch immer gehasst. Ich hasse ihn auch heute noch. Ja, das gab's nicht nur mit Fisch, das gab's auch mit Wurst oder mit Gemüse oder mit Blumen. Ja, und da hat meine Mama immer gesagt, das kaufen wir nicht, das gibt's bei Aldi billiger. Da hat sie wohl recht, aber anzuschauen war es immer ganz nett. Die haben es dann auch gegenseitig teilweise angemacht, also so gegenseitig beleidigt, der Fischhändler gegen den Gemüsehändler und so. Okay, schauen wir nach Schwurbelland, oder? Ja. Können wir so langsam machen. Also während die Abstimmung noch läuft, hau ich mal unseren YouTube-Link in den Chat. Da findet ihr unser Archiv, da findet ihr unsere allerersten Pandami-Sendungen, so ganz cringe noch, und auch die letzte Sendung von letzter Woche. Und die Sendung ist ab morgen auch wieder drin. Also die könnt ihr dann morgen auch sehen, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich will die aber unbedingt nochmal sehen, weil Nineberrys Stimme ist so sexy, die muss ich nochmal hören. Dann habt ihr da ab morgen auf dem YouTube-Kanal die Chance zu. Jetzt ist Nineberry sauer. Jetzt ist er aus dem Chat rausgegangen, oder? Aus dem Kanal. Was? Schön, das hab ich dir gehört. Du warst gerade nicht da, ne? Wir legen in unsere Wundertüte noch einen Nineberry mit drauf. So, wie lange dauert es denn mit der Abstimmung? Die letzten Stimmen bitte. Und jetzt legen wir noch eine gekaufte Stimme obendrauf. Bitte, liebe Leute, verballert eure Kanalpunkte. Ihr könnt heute damit eh nicht viel anfangen. Also raus damit und noch eine Runde. Genau, alles, was keine Miete zahlt, raus. Also Spitzenreiter ist ja im Moment Gemüse, Manfred, ne? Jetzt gerade wieder Wurst-Achim. Die wechseln gerade. Und der Wurst-Achim hat es geschafft mit 373 Stimmen und Call Me Nico hat 2400 Kanalpunkte beigetragen. Ja, das 240 heißt, Mal hat er getippt. Das heißt aber nicht unbedingt, ob er auch für den Wurst-Achim gestimmt hat. Das ist. Ja, aber ich finde schon eine erstaunliche Leistung, 240 Mal den Enter-Button zu tippen in der kurzen Zeit. Da muss er wirklich hier. Vielleicht hat er das automatisiert irgendwie, so gescriptet oder so. So ein Bot. Verschwörungstheorien. Das ist doch keine Verschwörungstheorie, bitte. Also, der Wurst-Achim, der tanzt heute für euch. So. Ja, hört sich eigentlich irgendjemand so die Streams so nebenbei an? Also Landshut... Die scheinen ja gerade diese Party zu stören, die da läuft, ne? Die Landshuter Hochzeit, von der Hexchen vorhin erzählt hat. Kann das sein, dass die da ganz bewusst durchlatschen? Ja, die latschen da wohl ganz bewusst durch. Also, was ich so höre, also aus den Streams raus, ich höre mir Landshut und Freiberg rein. Landshut ist nur Getrommel. Also, die machen keine Parolen, um nicht, weil sie wohl festgestellt haben, dass sie mit Parolen noch unangenehmer auffallen als mit Trommeln. Ob das jetzt so klug ist, weiß ich nicht. Und in Freiberg, ja, da wird einfach so durch die Gegend gelatscht, das plätschert so vor sich hin. Es sind in Freiberg wohl auch nur noch 100 Leute, also ich würde zwischen 100 und 200, aber mehr auch gebe ich denen nicht. Naja, mehr sind es ja in Freiberg irgendwie auch nie. Es waren im Winter mehr. Ja, aber jetzt seit diesem Jahr irgendwie läuft sich Freiberg ziemlich tot. Da ist noch der harte Kern. Sie ziehen einmal durch den Ort, dann treffen sie sich vor der Apotheke und singen komisch. Und Herr Aber hält sein Gesicht in die Kamera. Bad Dürkheim ist... Ah, jetzt läuft Bad Dürkheim wieder. Thomas Born hat eine Frage. Was machen die beiden Pandas da gerade? Also ich würde sagen, der eine hat seine Kontaktlinse verloren und der andere hilft ihm gerade beim Suchen. Auf Freestyle-Wrestling getippt. Andererseits... Ja, wenn die sich da irgendwo in dem Fell verfangen hat, die Kontaktlinse, da muss man schon genau schauen. Ja, Unsitte, du hast es richtig erkannt. Das Pet hat heute Urlaub. Wir wollten das so machen wie früher, als wir das Pet noch nicht hatten und haben gedacht, wir machen heute so eine richtig geniale Retro-Sendung, wo wir die Streams alle von Hand raussuchen. Ist für mich als Techniker richtig, richtig aufregend gerade. Das Problem ist, das Schade ist, dass die jetzt tatsächlich aufgehört haben zu reden. Also vorher haben die in Bad Dürrenberg und in Magdeburg Reden gehalten. Ich habe da vorhin ein bisschen reingehört.
Es gab so klassische Sätze wie der eigentliche Virus ist die Pädokriminalität und wir müssen uns unser Land wieder zurückholen. Also das Übliche, aber jetzt laufen sie halt wieder nur, ohne zu reden. Müssen wir mal warten, bis wieder was mit Reden anfängt. Ja, nochmal auf Landshut zurückzukommen. Ja, da ist heute irgendwie so eine Art Volksfest, die sogenannte Landshuter Hochzeit. Ja, das ist ein mehrwöchiges, historisches Fest. Und das ist aktuell wird das alle 4 Jahre im Sommer gefeiert und sollte eigentlich 2021 stattfinden, um das im Turnus zu halten. Aber dann wurde es ja wegen Corona um 2 Jahre verschoben und heute stören halt die Dullis. Geschichtlich ist es halt eine historische Hochzeit, die war zwischen Georg und Hedwig, eine politische Hochzeit von großer Bedeutung eine Hochzeit. Denn die Verbindung der beiden Geschlechter sah man ein starkes Bündnis gegen die Macht der Osmanen. So steht es auf Wikipedia. Und es hat halt im November haben sie geheiratet, aber die haben halt irgendwie 2 Monate gebraucht, bis dann die Braut zu ihrem Hochzeitsort gekommen ist. Und das war ein ziemlich skurriles Bild, was wir da vorhin gesehen haben. Nämlich auf der einen Seite waren die ganzen Tribünen aufgebaut und die Menschen saßen dort, um ihr Fest da zu feiern. Und die Querdullis haben nichts Besseres zu tun, als mitten dadurch mit ihren Trommeln zu laufen. Das sah schon ziemlich schräg aus. Ja, das Problem daran ist wohl, dass die wohl als politische Demonstration angemeldet sind, also politische Meinungsäußerung. Und die hat wohl Vorrang zu solchen Volksfesten. Und deswegen durften die auf der Route durchmarschieren. Aber das ist so eine Planungssache. Ich meine, muss das denn sein? Das kann man doch auch anders lösen. Nee, diese Leute haben die so angemeldet und weil es nun mal eine politische Demonstration ist, muss wohl die Demo-Route da, also muss das wohl so genehmigt werden, denke ich mal. Also genehmigt werden, nein. Was heißt, muss es ja nicht. Warum? Muss es doch gar nicht. Doch, weil die wollen da laufen und dann dürfen die das. Also in Berlin gab es tatsächlich mal den Fall, dass es ein Straßenfest für Vielfalt gab und man sich damit gegen die NPD vor Ort abgrenzen wollte. Und dann hat die NPD einfach eine Demo angemeldet und das Bezirksamt hat gesagt, nee, ist nicht, da ist Straßenfest für Vielfalt. Und da hat die NPD vor dem Verwaltungsgericht Recht gekriegt. Eine politische Demonstration hat Vorrang vor einem Straßenfest, die nicht so politisch ist. Und das nutzen die Dullis an der Stelle voll aus. Deswegen laufen die jetzt da, weil die genau wissen, sie dürfen das. Und dass sie sich unbeliebt machen, ist denen doch scheißegal. Denen geht es doch hauptsächlich darum, aufzufallen und negativ zu sein und Stimmung zu machen. Ja, das hat man ja bei diesem Hambacher Fest, hat man das ja auch gesehen, dass sie da einfach dann darauf wollten und mitmachen und was weiß ich was, ne? Also, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, also gerade Landshut ist ja eigentlich da sehr streng. Also bei dieser Landshuter Hochzeit, da darfst du noch nicht mal gewandet irgendwo auftauchen, du wirst da nicht reingelassen, du darfst keine Regenschirme mitnehmen, keine Glasflaschen darfst du mitnehmen. Wenn du bei dieser Aufführung quasi, ne, weil die stellen ja im Prinzip diese Hochzeit nach, da dürfen nur Landshuter mitmachen. Da darf noch nicht mal jemand, der nicht in Landshut geboren ist, mitmachen. Also das ist ja echt schlimm. Nichts darf man heute im Jahr. Echt diese scheiß Ampelregierung. Das Land wird echt zu einer Diktatur langsam. Ja, und meine persönliche Meinung ist, ich hoffe, dass das jetzt nichts Strafbares ist, was ich dazu sage, dass die vielleicht gar nicht mehr wirklich, dass irgendwie, sag ich mal, eine kognitive Verwinklung haben, was die daran hindert, ganz normalen Spaß wie andere normale Leute auch zu haben, weil die überall Verschwörungen sehen und so weiter. Und deswegen versuchen sie halt den Spaß der
Normalbevölkerung zu crashen. Das hat man ja 2022 bei diesem neuen Hambacher Fest gesehen, wo sie da hochmarschiert haben, sind die Dullis und das Fest dort gecrashed haben. Jetzt marschieren sie durch die Landshuter Hochzeit und nerven dort die Leute. Wenn irgendwo anders mal so eine Art Fest veranstaltet wird, dann wird bestimmt wieder sich eine Truppe zusammenrotten und dann versuchen, dieses Fest zu crashen. Ja, wenn doch die Leute nicht aufwachen und da sitzen so viele zusammen, so viele Schlafschafe auf einmal, da latscht man dann wie eine Elefantenherde da einfach durch und dann wachen die schon auf. Die stehen dann alle auf und gehen mit. So denken die anscheinend. Teilweise ja. Ja, wenn die dann da durchlaufen, dann sehen die Leute das und dann merken die, oh, da stimmt ja was nicht in Deutschland. Da gehen wir doch mal mit und informieren uns. Das ist denen ihre Denkweise. Das haben wir jetzt auch in den letzten 3 Jahren ja sehr oft erlebt. Eigentlich fast jeden Montag, dass spontan Leute aufgestanden sind und in Massen da hinterhergelaufen sind. Ja, wenn sie freundlich vom Mittelfinger gerüstet werden, dann ist das Zustimmung. War übrigens Ironie jetzt, falls das keiner verstanden hat. Anzeige ist raus. Ja, aber das hat man ja dann auch gesehen, wenn sie dann irgendwelche Fenster gefilmt haben und dann gesagt haben, oh, die Leute grüßen uns. Ja, und was hast du gesehen? Mittelfinger, ne? Ja, aber daran merkst du, dass da so eine Truppe unterwegs ist, die nur noch verbittert ist, die auch gar nicht mehr aufklären will und Leute auf ihre Seite ziehen will, sondern die eigentlich nur noch nerven will. Und das ist ja irgendwie schade. Ja, so Leute, die kannst du auch nicht mehr irgendwie wieder zurückholen. Nö, da brauchst du nicht in den Diskurs gehen. Wenn jemand einfach nur dagegen sein will, ja gut, vorbei. Aber das Schöne ist, ne? Dass die sich ja im Prinzip auch jetzt von uns abgrenzen. Ne? Sie jammern zwar von wegen Spaltung und sowas, aber die sagen ja von sich aus auch, ja, wenn da jemand kommt und hier irgendwelche Studien oder was haben möchte und irgendwelche Belege und Beweise, dann brauche ich ja mit dem gar nicht mehr reden. Das ist ja denen ihre Aussage inzwischen. Also die wollen auch gar nicht mehr. Hallo Silminor und hallo Jetrunner, schön, dass auch ihr dabei seid. Und ja, die Grünen sind schuld. An allem. Immer. Immer. Die Grünen! Wieder wird langsam langweilig. Kann man jemandem neuen die Schuld geben? Na, im Zweifel eh Merkel, ne? Genau. Frau Merkel ist schuld. Das WEF? Die Eliten? Klaus Schwab. Klaus Schwab ist sowieso der Oberbösewicht. WHO? Das andere sage ich jetzt nicht, das wäre zu schlimm, auch wenn es am Ende doch meistens kommt. Aber ich höre jetzt mal dem Typen in Bad Dürkheim zu, was der so zu erzählen hat. Ah, ja. Hallo Micha Dampf. Und Katjas Fred Ferkel ist auch da. Ja, aber das ist ja dann immer, weißt du, die benutzen Dog Whistles und merken gar nicht, dass sie Dog Whistles benutzen. Also, ich meine, ich hatte jetzt auch die Tage mit einem Verschwörungsdulli geredet und wo ich dann auch gemeint habe, ja, wer sind denn dann die 200? Wer sind denn die? Ja, und irgendwann kam dann ganz zögerlich, ja, Rothschild, Rockefeller, Soros. Da habe ich gemeint, naja, dann willst du es doch auf den Juden schieben, oder? Also, was, das sind Juden? Habe ich gar nicht gewusst. Einer von dieser Auszählung ist Aufzählung, also eine von dieser Aufzählung ist tatsächlich nicht jüdisch, und zwar die Rockefellers. Die sind irgendwie evangelikal oder sowas, aber auf jeden Fall nicht jüdisch. Ja. Aber werden gerne damit reingeworfen, einfach nur weil der Name ja jüdisch klingt. Und weil sie irgendwas mit den Juden finanziert haben sollen, laut Verschwörungsgeschwurbel. Ja klar, die haben eine große Firma gehabt, also Standard Oil, und da ist es nur klar, dass sie irgendwann mal mit einer jüdischen Bankier zu tun hatten. Also es geht da natürlich um Geld. Hallo Loki. Ja, das ist ja genauso, wie wenn du jetzt dann irgendwie Waldorfschule, Demeter und Anthroposophie, das bringen die meisten auch nicht zusammen, dass das alles ein Brei ist. Ne? Ja, aber just in dem Moment, wo ihr über diese Sache redet,
redet auch der Herr in Bad Dürkheim drüber. Er sagt nämlich, dass die Eliten wollen das Feudalsystem weiter betreiben und ihre Geld und ihre Macht weitererhalten. Aber die Bürger sind dabei aufzuwachen und stehen jetzt beharrlich seit langer Zeit dort in Bad Dürkheim und wehren sich. Micha Dampf, die Streamliste hat heute hitzefrei bekommen. Von diesem Parkplatz aus wird die Revolution ganz Deutschland und dann die Welt überrollen. Ja. Man muss auch dazu sagen, das stimmt nicht, was er erzählte. Die hatten eine mehrmonatige Pause in Bad Dürkheim, wo sie keine Demo gemacht hatten letztes Jahr. Ja. Ah, Tendor sagt, Rockefeller war ein Baptist. Naja, es sind immer irgendwelche Bösen. Und wenn man dann mit dem Argument kommt und sagt, ja, was haben die davon, wenn sie die Bevölkerung umbringen? Ihr Gold können sie nicht essen. Also die brauchen irgendwelche Bauern. Und mit dem Todspritzen passt das dann auch nicht zusammen, weil wenn sie dann nur noch die Unwilligen haben, das ist ja dann auch wieder nicht. Weißt du, so diese ganzen Unstimmigkeiten, dass das denen selber nicht auffällt, das verstehe ich immer nicht. Naja, die sagen ja, was steht auf den Georgia Guidestones? 500 Millionen oder so, höchstens irgendwie sowas. Und genau, die würden am Leben erhalten, um dann die, weiß ich nicht, um die dann zu bedienen und so weiter. Ja, das ist Stand. Aber wenn das dann nur die Ungeimpften, Unwilligen sind, die dann nicht dienen wollen, dann haben sie doch nichts davon. Ja, die Georgia Guidestones wurden doch gesprengt, die stehen doch gar nicht mehr da. Richtig, ja. Die hat irgend so ein Verschwörungsirrer gesprengt. Das ist übrigens vielleicht ein guter Übergang zum anderen Thema, weil die Georgia Guidestones sind ja auch nichts anderes als einfach ein paar, oder waren nichts anderes als ein paar Steine mit Aufschrift, die irgendjemand auf dem Privatgrundstück aufgestellt hat. Genauso wie diese komischen Denkmäler, die gerade überall in Ostdeutschland auftauchen und dort als Steine mit Beschriftung in irgendwelchen privaten Vorgärten aufgestellt werden. Habt ihr das mitbekommen? Ja, es wurde ja jetzt im... es wurde ja in Gera jetzt neulich einer aufgestellt und da auch eine, sag mal, Trauerfeier dazu, vor allem für die ganzen Impftoten und Impfgeschädigten veranstalten. Also der Betonung liegt auf Feier und nicht auf Trauer, weil die haben da Hüpfburgen aufgebaut, Grills und so ein Gedöns. Also Spaß gehabt, um den angeblichen Tod von, wie hat es einer von denen vorgerechnet, 6,3 Millionen Menschen zu bedauern oder Geschädigte. Ja, also irgendjemand hatte das auch ausgerechnet, hat gesagt, also wenn man die Corona-Toten in Deutschland in DIN A4 ausdrucken würde und aneinander reihen würde in drei Reihen, das wäre eine Reihe von 11 Kilometer. Jetrunner, hast du zufällig einen Link dann für Görlitz, wenn da was am Eskalieren ist? Ein Hype-Train wurde ausgelöst. Wir sind bei 93%. Also genau, vielleicht nochmal ein paar Bits raushauen oder Subs, wenn ihr zu viel Geld habt. Also überall gibt es noch mehr. Das ist jetzt schon der zweite. Also für mich beginnen viele schon ab 2. Ich zähle so 1, viele. Mehr kann ich leider nicht zählen. 1, 2, viele so. Ja, also ja. Man aber muss ja offen sagen, es ist Bait von Twitch, ne? Aber er funktioniert ziemlich gut. Was würdet ihr denn für Denkmalsteine in eurem privaten Vorgarten aufstellen? Also ich habe bei mir so ein Denkmal für die Toten der Schlacht bei Helms Klamm aufgestellt. Oh, Doku Graf macht den Hype Train voll, zumindest den Level. Herzlichen Dank. Also ich würde nur Grabsteine für die gestorbenen Meerschweinchen, die wir mal hatten. Also die liegen tatsächlich im Garten vergraben. Aber da sind auch keine Steine drauf. Das wäre so etwas.
Also ich habe ganz viele Kieselsteine bei mir im Vorgarten liegen, durch irgendwelche Vögel und was weiß ich, wer es alles angeschleppt hat. Kannst du mal stapeln. Was mache ich denn daraus dann für ein Opfermal oder ein Denkmal oder whatever? Ja, da gibt's doch irgendwo eine... Oh, eine Michael, ja, danke. Oh, danke für 20 Abos. Da gibt es doch eine Stelle auf der Erde, ich weiß aber jetzt nicht, wo das ist. Vielleicht weiß das ja die Nicht-Redaktion im Chat. Da gibt es tatsächlich Steine, die aufeinander gestapelt werden. Das sind ganz faszinierende Bilder. Mir fällt jetzt so Stonehenge ein. Es gibt auch so Steinkreise. Ein Steinkreis ist auch gut. Ich weiß nur, dass wir in meiner Kindheit hatten wir einen Stein im Rasen liegen. Das war dann die Stelle, wo dann die Wäschespinne immer aufgestellt wurde, damit die wiedergefunden wird. Da lag ein dicker, fetter Stein drauf. Weil einen Winter hatten wir das mal vergessen und dann sind wir im Frühjahr durch das Gras gerobbt und haben gesucht, wo genau das Loch ist für die Wäschespinne. Altus? Und danke, Gonzo. Stream von Görlitz, Freie Sachsen? Nee, aus Görlitz habe ich gerade nichts. Sind die irgendwo unterwegs? Ich sehe nichts. Also, wir sind ja sowieso ein klein wenig eingeschränkt, aber wenn ihr einen seht, einen habt, der nicht da drin ist, dann flüstert den doch Luna oder mir auf Twitch zu und dann gucken wir mal, ob wir den einbinden. Oh, Bad also Dürkheim ist fertig. Und Landshut. Jetmaner hat gerade einen Twitter-Link nicht reingestellt und da scheint doch was los zu sein. Ist das ein Freien Video Sachsen. Oder ein Stream? Ist jetzt nur ein Video gewesen. Nochmal Dank an Gonzo für den Jetrunner, das Sub. Und Tendor. Der Tendor hat eins bekommen. Ja, sag ich Gonzo ja. Gonzo hat sich zwei rausgeballert. Mein Sugar Daddy. Also in Görlitz ist es wohl so, dass es da heute Morgen bei einer Abiturfeier irgendwie einen Angriff von Leuten gab. Details weiß ich jetzt noch nicht, aber das bauschen jetzt offenbar die Freien Sachsen wieder zu irgendeiner Geschichte auf. So, mal gucken, was da passiert ist bei dieser Abiturfeier. Aber offenbar gibt es da jetzt als Reaktion darauf. Achso, offenbar haben irgendwelche arabischstämmigen Männer eine Abiturfeier in Görlitz angegriffen und jetzt machen die Freien Sachsen da jetzt einen Untergang des Abendlandes draus und machen da eine Demo. Ja, danke Micha Dampf und nochmal Dank an Gonzo für Katjes Fred Perkels Sub. Thomas Born hat er auch noch einen Sub geschenkt. Nee, war Thomas Born, genau. Thomas Born, sorry. Ja, und Katjes Fredferkel hat auch noch eins geschenkt. Genau. Also ich komme ja jetzt echt wieder so zu ganz alten, herkömmlichen Mitteln, um Streams zu finden. Und das ist echt peinlich. Ich gehe über den Ignaz. weil der ja auch immer mal wieder reinstreamt. Micha Dampf, danke nochmal. Und ja, Micha möchte die ganze Konkurrenz machen. Hört ihr mich? Ja. Ja, ah, ja. Entschuldigung. Okay. Und er hat gerade eine Umfrage gestartet. Was wollt ihr sehen? Magdeburg, Rostock, Bad Dürnberg oder Freiberg? Magdeburg waren 50%, Rostock 23%, Bad Dürnberg 13% und Freiberg 13%. Sehr lustig. 92 Stimmen. Was wollen wir denn sehen? Aber es scheint auf jeden Fall so zu sein, dass Weichreite noch nicht online ist. Also wir sehen sie alle. Wir sehen Magdeburg, Landshut, Rostock, Bad Dürrenberg und Freiberg. Wir sehen sie alle. Michael Dampf. Nochmal, Michael Dampf. Danke, um die Stufe 7 zu lösen. Ey Leute, was ist denn heute los hier? Ist ja crazy. Ja, wir haben noch keinen Sellout gemacht, glaube ich. Doch, es wurde ein Sellout gemacht. Ja, doppelt hält besser. Kennst das doch. Hm. Aber ihr seid süß. Dankeschön.
Alles, was ihr hier reinbuttert, persönlich bedanken. Dient, um den Stream zu erhalten. Was ist eigentlich mit Wolfratshausen? Die stehen doch sonst immer im Steinkreis und schwallen den Park voll. Nee, Leipzig ist jetzt online. Über Weichreite. Bad Dürkheim ist wieder zurück, Malthus. Kannst du wieder einblenden? Gonzo, danke für deinen Sub an Bilderbub. Und in Leipzig ist einer, den kenne ich noch gar nicht als Sprecher. Der steht am Mikro. Weiß nicht, wer das ist. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist es der Altbekannte, dessen Namen ich schon wieder... Ja. Weichreite TV. Warte mal, ich kann dir mal den Link schicken. Guten Abend, Rexy. Hast du? Okay. Ist ja auch die Masse da in Leipzig, ne? Oh, wir sind kurz davor, einen Rekord zu brechen mit den ganzen Subs und wie heißen die anderen Dinger? Bits. Ja, ich bin heute neben der Tonspur. Ja, das ist aber bei der Wärme auch nicht verwunderlich. Nein, ich habe eine Lost Mary Dampfe. Wahrscheinlich liegt es daran. Ich bin jetzt einfach nur lost. Im Übrigen ist in Landshut wieder diese Trommelfrau, diese blonde Trommelfrau, dessen der Namen ich auch noch nicht weiß. Malthus, kannst du deinen Gift-Sub an Marvless? Ich sag dazu jetzt gar nichts. Hört sich irgendjemand in Leipzig die Rede an? Das wäre, glaube ich, noch spannend. Und Bad Dürkheim wird ja auch wieder geredet, wobei Bad Dürkheim sieht jetzt nicht so aus, als könnte der Typ reden. Er liest ja mehr. Ja, ich höre mir Bad Dürkheim an. Er springt wirklich. Er ist jetzt von den Protesten in den Pariser Vororten über den Ukraine-Krieg und die WHO zu einem Film von Mel Gibson gerade gekommen. Spannender Ritt. Wie in Leipzig. Nein, in Bad Dürkheim. In Bad Dürkheim. Der Mensch mit dem Peace-T-Shirt. Er hat sich darüber lustig gemacht, dass ein Vertreter von Nordkorea in den Exekutivrat von der WHO gewählt wurde, aber das ist halt einfach. Die wechseln halt einfach ab, die verschiedenen Länder. Ist halt normal. Das liegt daran, dass es nach Proporz vergeben wird. Und zum Beispiel im Menschenrechtsrat der UN sitzen auch Vertreter von Nordkorea und China, einfach weil sie nach Proporz den Platz gekriegt haben, gewählt von anderen Diktaturen. Also es ist in der UN kompliziert. Ja, und jetzt ist er von Mel Gibson zur künstlichen Intelligenz gekommen. Keine Ahnung, was das soll. Ich fand das noch spannend, zwischendurch die Information, ein internationales Komitee von sehr, sehr guten Rechtsanwälten klagt gegen den WHO-Pandemie-Vertrag, meint er. Ich frage mich, ob Phil mich dabei ist oder nicht. Natürlich ist Heinz mit vertreten dann. Wo ist Phil mich? Wo ist der hin? Mexiko. Ich denke, der sitzt immer noch in Mexiko, ne? Genau. Ach, ist er bei der Kistel? Nee, der sitzt an der Küste. Kistel ist ja, glaube ich, irgendwo in der Stadt. So, zum Thema Leipzig habe ich reingehört. Also, da ist das Thema der Ukraine-Krieg und dass ja Angst vor den Russen geschürt wird und so weiter und so weiter. Jo. In Freiberg wird gesungen. Ja, Steigerli, die machen jetzt fertig. Ungeimpft und selbstdenkend. Ist das ein Widerspruch in sich? Ich weiß es nicht. Jein, also wie soll man das sagen? Also wenn man es ganz, ganz scharf nimmt, dann vielleicht ja.
Ja, also es kommt drauf an, welche Quellen man hat. Also wenn man jetzt einen Milchbauern als Quelle hat, dann schwierig. Und es kommt darauf an, wie viele Quellen man hat und von wie vielen Seiten vielleicht noch. Das ist richtig, das meine ich ja damit. Ich werde den Namen des Milchbauerns nicht erwähnen, weil der ist wohl, das glaube ich, da ein bisschen schwierig. Aber sag mal, warum müssen die eigentlich in Freiberg dieses Lied ablesen? Also das müsste doch eigentlich, müsste das doch in das müssten die doch eigentlich kennen. Na gut, bei dem Typ mit Kappe, der ist. Ja, Nee. aber die anderen, also ich meine, warum? Na gut, wenn das alles Zugereiste sind. Ja, das ist ja. Ich meine, das ist ja das, was sie sowieso der Antifa immer unterstellen, dass die mit großen Bussen dorthin transportiert werden. Also gehe ich mal davon aus, dass sie diejenigen sind, die ihre Leute da irgendwo hinkarren. Ja, das weiß man ja, dass da immer Autos mit ganz komischen Nummernschildern überall stehen. Dann wird ganz schnell so getan, als wäre man Einheimischer. So, also zum nächsten Thema Leipzig, also die jetzt, oh, denkt doch mal jemand an die Kinder. Ja, Küstenbewohner, das wird's auf jeden Fall sein. Die wollen sich bedeutsam fühlen. Häckchen, bei dir wird gerade ein Kleinkind ermordet. Kannst du dich bitte drum kümmern? Ja, leider, leider, leider in der Nachbarschaft. Ich Es meine, soll doch wirklich. sowas nicht rauskommen. Die haben doch alle Handy. Warum benutzt das Kind das nicht? Spiel doch mit dem Kind einfach Tetris. Nee, Mischi Mischi macht Pause. Genau, er hat irgendwie was ganz, ganz Kryptisches als Kommentar dazu geschrieben, also ne, Pause und man sollte auf die Signale seines Körpers hören oder so. Was das wohl bedeutet. Ich hatte sich seinen Schnurrbart gebrochen oder sowas. Und er hat sich mit Corona infiziert und muss jetzt das Bett hüten. Der hat einfach zu viel geraucht. Doch, Katjes, das hast du gerade im Hintergrund gehört. Es tut uns leid, wenn es die Leute verstört hat. Das ist das wahre Leben, das manchmal bei uns tobt. Ich musste auch gerade raus, mal aus dem Fenster schauen, weil es klang wieder so, als wenn die Schwurbler wieder bei mir am Haus vorbeiziehen. Aber es war nur ein aufgemotzter BMW mit runtergelassenen Fenstern und großer, schwerer Anlage. Nachher war es dann ein Single-Autokorso. Also Genau. was ich halt auch ganz, ganz interessant fand, war, dass Michi Michi nicht mal irgendwie angekündigt hat, wie lange er Pause macht oder so. Also das ist ne, so ganz offen gehalten. Das finde ich immer ganz bemerkenswert, wenn das so komplett offen bleibt. Es lässt viel Raum für Spekulationen. Ist ja vielleicht Ja. irgendein schwarzes Salbe-Squad? Nee, da gab es Nee, keine nee. Anzeichen für. Der ist nicht so esoterisch. Der ist einfach nur rechtsradikal, nicht esoterisch. Das ist richtig. Den Vielleicht hat einzigen vielleicht, echten. vielleicht ist er Es gibt einfach noch. nur, Entschuldigung, vielleicht ist er auch einfach nur in Urlaub gefahren und weiß noch nicht, hat sich noch keine Rückfahrkarte gekauft und weiß noch nicht, wann er wieder zurückkommt. Ja, oder er musste rein. Mama hat Hausarrest gegeben. Mutti Merkel hat Hausarrest gegeben. Kann schon sein. Die ist doch zurückgetreten. Ist nicht mehr da. So, also Freiberg ist fertig. Wenn jemand noch einen Stream hat, den ich reinnehmen soll, immer her damit. Aber ist heute auch nicht so dramatisch, wenn heute mal ein bisschen weniger ist. Also bei den anderen geht ja genug ab. Leipzig, der Typ redet ganz schön lange da, ne?
Ja, ich höre noch mal rein. Vielleicht hat er jetzt ein neues Thema als unsere Kinder. Mich wundert, dass sie das mit dem Hitzeschutzplan noch nicht irgendwie thematisieren auf den Demos, weil das wäre ja jetzt heute, ne, so von wegen, nö, wenn jetzt der Hitzeschutzplan wäre, dann dürften wir heute gar nicht hier spazieren und wir gehen trotzdem. Wir verweigern die Kühlräume. Ja, Markus Heinz hat da doch zu jede Menge irgendwie gepostet. Also so nach dem Motto, Hitzeschutzplan, ich war heute 10 Kilometer joggen. Und ich dachte mir nur, okay, du Idiot, wer hat dir denn, hat dir irgendjemand verboten, joggen zu gehen? Nein, also geh halt joggen. Wobei, Heinz hatte auch irgendwie ein anderes Problem, ne? Also auf seinem Telegram-Kanal kam irgendwie Werbung für nicht ganz so legale Sachen, die der Anwalt da jetzt anscheinend verkauft, in Anführungszeichen. Wobei, könnte eher sein, dass der gehackt worden ist, ne? Was verkauft er denn? Habe ich nicht mitbekommen. Ja, irgendwie waren da Angebote für nicht ganz so legale Sachen auf Telegram. Leipzig geht's um Revolution im Allgemeinen gerade. Also wir müssen nur eine Masse auf dem Platz hier zusammenkriegen und dann haben die da oben Angst vor uns und so weiter und so weiter. Ja, und alles, was nicht durchgesetzt wird oder wieder fallen gelassen wird, das war dann der Widerstand auf der Straße, der das geblockt hat. Deswegen, ich verstehe das auch mit dem Hitzeschutzplan nicht, dass man da irgendwie dagegen sein kann. Ich meine, ich habe in Zeitschriften gesehen, wenn es heiß ist, setz dir einen Hut auf, setz dich in Schatten, trink viel, weil eventuell Hitzeschlag und dass man eben so auf die Art und Weise eben nicht nur für Schüler hitzefrei irgendwie generieren kann, sondern eben dann auch sagen kann, ey Arbeitgeber, wenn in deiner Halle die Temperatur von so und so viel Grad überstiegen wird, musst du deinen Leuten freigeben oder eine Klimaanlage einbauen, dass die weiterarbeiten können. Das finde ich doch jetzt mal nicht als das Schlechteste. Naja, so Regelungen gibt es ja im Arbeitsschutz schon seit langem. Also da geht es ja auch bei den Hitzeschutzplan vor allem um die Öffentlichkeit. Und das ist ja auch, also das ist lächerlich, ja, die ganzen großen Schwurbel-Accounts auf Twitter haben momentan kein anderes Thema als Sonnenschutzcreme und Hitze und sowas, also lächerlich. Ja, das Problem ist, die Regierung schlägt was vor, also muss man automatisch dagegen sein. Außerdem, weil Leute wie Herr Lauterbach und so weiter sind einfach bei denen Hassfiguren und das ultimative Böse. Das nächste ist auch, dass die sich wieder einen neuen Lockdown bei Hitze herbeischwurbeln, also dass du eine Ausgangssperre bekommst wegen Hitze. Ja, was aber, natürlich aber, ziemlicher Quatsch ist. Das ist Quatsch, aber ich meine, klar, wenn du natürlich irgendeine Großveranstaltung planst, dass du die dann vielleicht so planen musst, dass eben genügend Schattenflächen da sind, dass die Leute da nicht irgendwie zu Tausenden irgendwo mittendrin stehen und dann die Rettungskräfte überfordert sind, weil sie da laufend irgendwelche zusammengeklappten Personen rausziehen müssen. Also, ich finde es gut, ja, wenn eben auch Veranstaltungen abgesagt werden können, weil eben da nicht ausreichend Hitzeschutz da ist. Und das tut ja dann dem Veranstalter weh und nicht den Leuten. Das geht ja auch um sehr, sehr hohe Temperaturen. Also das ist ja, soweit ich das gesehen hatte, ging es ja irgendwie um 40 Grad oder so. Ja. Hier erreichen wir aktuell ja noch nicht so oft in Deutschland die 40 Grad. Naja, jetzt am Wochenende hätten wir sie fast erreicht. Also wenn ich das höre, dass eben da in Frankreich das schon seit, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren, also es ist mehrere, 2004 oder sowas, meine ich, wäre da schon dieser Hitzeschutzplan. Also wie gesagt, was ist daran falsch, wenn man alte Menschen regelmäßig dann anruft und sagt, hast du heute schon was getrunken, geht's dir gut? Brauchst du irgendwie Hilfe oder sowas? Das ist doch jetzt nicht verkehrt. Da fängt es auch an, da müssen sie sich ja um andere kümmern und nicht mehr um sich selbst. Naja, Eigenverantwortung, ne? Kannst ja gefällig selber anrufen, wenn es dir nicht gut geht. Heute ist wohl auch irgendwie eine Veranstaltung geplatzt, beziehungsweise, Quatsch, keine Veranstaltung. Der Habeck sollte wohl irgendwie heute in Heidelberg zum Bürgergespräch sein
Und da hatten sich die Dullis natürlich auch für verabredet, beziehungsweise hatten sie geplant, da mal wieder ihre, ne, Terz zu darum, machen. ja, genau. Und da ist wohl nur eine Handvoll überhaupt erschienen. Das war vor einer Ja, halben Stunde. selbst im Ursprungsland der Querdenker haben sie sich wie Gott sei Dank inzwischen so gut wie verlaufen, diese Querdenker. Die finden eigentlich hier in Ländle fast nur noch wahrscheinlich auf Telegram statt. Ins echte Leben weiß nicht mehr, ob sie sich noch raustrauen. Und Ja, aber das Problem ist, also das, was wir hier jetzt sehen, das sind einfach nur Rechtsradikale. warum sehe ich den Brünnhöh im Schlüpper? Wo ist der Aus. Bründel im Schlüpper? Ich weiß nicht, ob das aktuell ist. Nee, nee, nee. Das ist nicht Älter. aktuell. Das. Aber der war. Ja. Aber der war. Das Bild ist schon älter, aber der war dieses Wochenende ja auch auf dieser Love Parade-Nachfolgeveranstaltung Wave the Planet. Da hatte er also auch irgendwie seine eigene Veranstaltung angemeldet gehabt und wollte da quasi sich so an diese Love Parade-Veranstaltung anschließen. War aber auch nicht so erfolgreich. Relativ wenig Leute dort vor Ort bei ihm. Aber das waren jetzt da, das war glaube ich am Samstag gewesen, wo die nochmal für ihren Meister Eder rumgepumuckelt haben. Das war am Sonntag, wenn ich das War das bei Sonntag? Helge richtig gelesen habe. War eine Mahnwache. Ja, da sind sie doch irgendwie dann wieder um Stahlheim oder was marschiert. Ja, ich habe es nur bei Helge gelesen, vorhin bei Twitter. Der hat das gestreamt und die sind auch wohl 4 Stunden im Kreis gerannt. Also, ihr Märtyrer, den mögen sie immer noch. Also das war jetzt die Kurzversion. 4 Stunden Kreislaufen und dabei diesen Meister Leder oder Eder, wie der hieß, da befreien wollen. Eder, ja, stimmt. Haben die da nicht auch so vor dem Tor, oder war das irgendeine andere, so ein Herz aus Blümchen gelegt, also direkt davor, und da sind dann halt die Autos von der Justiz und den Justizmitarbeitern da drüber gefahren, weil sie halt direkt vor dem Autotor war. Aber die haben immer schön Platz gemacht und reingetraut haben sie sich auch nicht, obwohl sie die Leute ja befreien wollen, wenn das Tor aufging. Ja, sie wollten ja nur darauf hinweisen, dass er ja so viel für das Ahrtal gemacht hat und so viel Fachkenntnis mitgebracht hat und so viele Spenden dort gelandet sind und die alle nicht akzeptiert wurden. Ach so, ja, ans Ahrtal. Da muss ich aus irgendeinem anderen Grund heute auch wieder denken, wie sie da hier versucht haben, sich als die großen Retter zu gerieren. Die sind da hingefahren mit ihren Friedensfahrzeugen und sind dort Patrouille gefahren, um Plünderungen zu vermeiden, obwohl die Polizei vor Ort war. Die wurden ja dann Gott sei Dank auch. Ah, es war in den Niederlanden, richtig. Wurden da ja auch weggeschickt wieder von der Polizei, und der Eder hat ja dort in irgendeiner Schule sich eingenistet, wo er eigentlich, glaube ich, nicht hätte sein dürfen, ich weiß nicht mehr, und hat dort so getan, als würde er die ganze Rettung koordinieren und entsprechende Tagesbefehle und so weiter rausgegeben. Und die dachten, alle die Helfer und so weiter wurden ja alle zurückgehalten, weil da war ja dieses Bild von dem Bereitstellungsraum, wo sehr viele Fahrzeuge von Feuerwehr, THW und so weiter standen auf dem Nürburgring. Da war halt Platz, das war der Bereitstellungsraum, und von dort wurde die ganze Geschichte organisiert, einfach weil dort Platz war. Aber die meinten, man muss ja direkt vor Ort dran gehen. Es war der Eder, der in dieser Schule saß und so getan hat, also dort dann sein lokales Hauptquartier aufgebaut hat. Die haben echt so getan, als wenn sie die einzigen Helfer vor Ort wären, aber ich bin ja nicht so weit weg. Also hier in Nordbaden-Württemberg sind von jedem kleinen Ort aus, haben sich Leute organisiert und sind dorthin gefahren und haben geholfen. Also es war eine wirklich große Menge von Leuten aus der ganzen Zivilgesellschaft, die dort vor Ort geholfen haben und nicht nur die kleine Gruppe der Querdenker. Die haben halt Ja, besonders, die haben ich sich nicht halt gesehen. besonders hervorgetan und geguckt, dass man sie sieht, aber auch nicht viel mehr gemacht als die anderen.
Ja, aber ich glaube nicht nur das THW hingefahren, da ist ja auch Feuerwehren und sowas, die sind hingefahren, haben geholfen. Aber ich meine, da wäre ja auch dann noch von dieser EDA-Truppe, wäre ja dann auch noch irgendwie ein Fahrzeug durch die Gegend gefahren und hätte gesagt, ja, da kommen keine Helfer. Wir sind die Einzigen, die euch helfen. Genau. Und der hatte sich vor Ort der ist ja ehemaliger Soldat und der hatte sich vor Ort, der hat illegalerweise die Uniform getragen und hat sich vor Ort als Offizieller ausgegeben und gesagt, er wäre dort offiziell, obwohl er eben da auf Privatinitiative war. Ja, und ich glaube, der hat wirklich versucht. Und ich glaube, der hat auch wirklich versucht, dort die Bundeswehr zu befehligen oder so. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat er dort ziemlich viel Schmuh getrieben mit seiner Truppe. Und genau. Und da kamen doch auch so Videos, wo sie da so dreimal eine Schaufel Schlamm geschippt haben und dann abgedampft sind wieder. Einfach nur, um zu zeigen, wir helfen hier selbstlos, während die Feuerwehr und so weiter irgendwo anders steckt und hier nicht hilft. Ja, ja, die Feuerwehr ist nur am Saufen, schon klar, ne? Ja, ja, also die haben ja sich ja dann ein drauf gekeult, als dieser Bereitstellungsraum fotografiert wurde. Da meinten sie, da stecken die und fahren gar nicht rein zum Helfen. Die werden dort zurückgehalten. Die haben doch auch Bilder gemacht von irgendeiner RTL-Reporterin, die da irgendwie mit den Händen im Matsch rumgewühlt hat und dann sich vor die Kamera gestellt hat. Ich meine, gut, ja, das ist jetzt nicht unbedingt die feine Englische, aber da haben sie sich ja dann auch dran aufgegeilt, ne? Luna, was ist denn da? Ich habe keine Ahnung, ich bin gleich wieder da. Luna räumt jetzt in der Nachbarschaft auf. Ja, ich hoffe, das Problem wird nie wieder, sagen wir mal, leben. Also was ich auch total krass fand, war, da war, ich weiß nicht mehr, welcher Streamer das war, aber ein Streamer ist da wirklich durch die Trümmer, durch die Häuser da durchgelaufen, hat versucht, die Leute zu interviewen, hat da irgendwie die ganze Zeit darum gefilmt. Das war so widerlich. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Vielleicht wisst ihr das noch. Patriot on Tour. Genau, also Patriot on Tour hat das gemacht. Ah, ja. Und der, also ich habe das bei zwei gesehen. Das eine war Patriot on Tour und das andere war der, wie hieß der, Birdie aus Köln oder so hieß er, glaube ich, der ist inzwischen gestorben. Der war viel im Kölner Raum unterwegs gewesen. Mit so einer kleinen, so einer Fitzelstimme. Ja, aber die beiden waren dort unterwegs und haben versucht, da irgendwie Leute zu interviewen und so. Eine total peinliche Situation. Hört sich jemand in Landshut die abgelesene Rede an von dieser Dame im, soll das ein Dirndl sein? Keine Ahnung. Ja, soll es sein. Ich guck mal rein. Aber ich dachte, Dirndl ist dort verboten während der Hochzeit. Ja, das ist Zivilkleidung. Dirndl ist Zivilkleidung. Mittelalterliche Gewandung darfst du nicht tragen. Ah, okay. Oh, sehr, sehr, sehr kreatives T-Shirt jetzt hier. Mr. Mir reicht's Bürger mit durchgestrichener Ampel drauf. Ja, nee, die freuen sich jetzt nur, dass sie sich da hier, also die freuen sich, besaufen sich an ihrem eigenen Dasein, sag ich mal. Natürlich darf auf eins nicht fehlen. Der hat auch geschwätzt und gesagt, ja, es ist schön, wenn wir hier da die Medienrevolution und so weiter und so weiter. Ich frage mich, wer schaut den Kanal eigentlich? Der hat doch bestimmt eine Quote von 1000 Einschaltern und ist wahrscheinlich nur im Internet zu empfangen. Welchen Kanal meinst du? Auf 1 oder? Ja, auf 1. Ja, das ist kein richtiger Fernsehsender. Die haben nur ein Videoportal im Internet. Das ist kein richtiger Fernsehsender. Den gibt's nicht. Ja, ich meine, es kann auch sein können, dass sie irgendwo im digitalen Nirvana zu empfangen sind. Servus TV verabschiedet sich jetzt ja auch aus Deutschland. Der ist auch bald weg. Bild TV ist auch immer am Abkacken.
Das sind ja diese Schwurbelsender aktuell, die in Deutschland wirklich im Fernsehen zu empfangen sind. Also die würde ich so einordnen, Servus TV und Bild TV. Die sind hoffentlich bald beide weg. Ja, Servus TV war halt, ja gut, die hatten ein paar, ja, die hatten faule Eier und auch gute Eier drin. Also MotoGP war ja bei Servus TV, aber egal, in Servus TV geht und da Gott sei Dank auch diese komischen Talks im Hangar, irgendwas mit diesem komischen Sucharit Bhakdi. Bild TV, ja, die hatten am Anfang versucht, so Nachrichtensender wie USA zu sein. Dann haben sie irgendwann auf diese auf billige in den USA eingekaufte Dokus zurückgegriffen. Hatten immer noch ihren Talk um 7:45, der dann irgendwann in die Nacht verschoben wurde auf 22 Uhr oder so. Und Einschaltquoten waren nicht messbar. Also da haben keine Leute eingeschaltet. Die konnten nicht messen, wer da einschaltet. Und deswegen wird dieses Projekt Bild TV wohl wieder eingedampft. Also, weil es kostet Geld, keiner schaut's. Ja, die hatten auch nicht wirklich ein Sendekonzept, ne? Also die haben irgendwie Nachrichten ständig wiederholt und hatten auch irgendwie nie irgendwie ein festes Programm, sondern sind immer alle 15 Minuten von Thema zu Thema gesprungen und hatten so irgendwie gehofft, dass sie irgendwie so wie NTV so in Gaststätten oder so ausgestrahlt werden oder so im Hintergrund irgendwie nebenbei laufen und das hat halt nicht hingehauen. Aber hatten wir diese Woche nicht auch noch ein paar Gerichtsprozesse, wenn ich mich nicht täusche? Bevor das Evolver sagt gerade, Meinungs-TV wie in den USA, Fox News ist nichts anderes. Das hat nichts mit Nachrichten zu tun. Also, das war einfach nur Empörungsfernsehen. Ja, genau wie Fox News wollten Vollkommen die sein. d'accord. War genau. Urteile diese der Woche. Okay, Bitte? ein Heilpraktiker mit Alubrille, der, also der mit da so auf, hatte, also irgendein Heilpraktiker hat Impfpässe gefälscht und Irgendein Heilpraktiker. Geht das ein bisschen konkreter? Das ist ja mein Niveau. Irgendwas ist mal ja, ich irgendwo lese ja gerade passiert. Volksverpetzer und versuche dabei zu reden. Weiß gar nicht, war das nicht tatsächlich ein Arzt, der geimpft hat und den Leuten nur Kochsalz gespritzt Nee, hat? das war auch einer, der verurteilt wurde. Den hat es allerdings ein bisschen heftiger erwischt. War das der Habeck? Nee, ne? Ja, habe Doch, ich, meine genau. ich, wäre es gewesen. Genau, Da haben sie den Prozess sogar aufgespalten. Also der hat tatsächlich wohl Impfungen bestellt, also Impfstoff bestellt, damit er an die Etiketten kommt und hat dann aber nichts verspritzt, sondern Kindern hat er Kochsalzlösung gespritzt, damit die in der Schule gesagt haben, ja, ich bin gepiekst worden. Habeck in Recklinghausen. Genau, Nicht auch noch die. konkret. So. War da nicht auch eine Zahnärztin, die Maskenbefreiungsatteste ausgestellt hatte oder sowas? Ja, da gab es einige Urteile. Ähm. 2,5 Jahre oder so. Man muss noch dazu sagen, dass dieser Arzt, der hat dann noch ganz selbstlos Spenden eingenommen für gefälschte Impfpässe. Also dass die eigentliche Bezahlung für die Impfung abgezogen und dann noch Spenden von den Leuten. Weil, naja, wieso auch? Machen das nicht alle Querköpfe, irgendwie Spenden von ihren Schlafschafen zu holen? Ja, wie begründest du das? Also, na, du. Ja, das ist ein Heilpraktiker, der hat wohl geimpft, warum auch immer. So, das Institut für Mineraldiagnostik und Umweltkrankheiten, also das ist die Heilpraxis von diesem Heilpraktiker. Aber Volksverpetzer wird kein Name genannt. Also, so hat auf 130 Impfausweise gefälscht. Er hat dafür 22.000 Euro erhalten. Angeklagt waren 71 Fälle. Ja, aber Ja, wie Gonzo machst du sagt das? gerade Servicepauschale. Ja. Servicepauschale, aber was sagst du als Arzt? Sagst du dann, ja, also,
So, könnten von den Sie mir denn noch ein bisschen was geben? Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Ich will weiterlesen. Nein, warte mal, warte mal. Wir sind bei dem Thema jetzt. Ich vermute, der hatte so auch so ein großes, süßes, pinkes Sparschwein in seiner Praxis stehen, wie der Stürzenberger eins hat. Und dann, wenn dann die Leute kommen, dann schiebt er das Schwein einfach so vor, deutet da drauf, mit den Augen hindeuten und so, bis dann irgendwie die Leute kapieren, dass sie da was reinwerfen sollen. So ein bisschen näher schieben noch. So. Ich denke mal, dass der wahrscheinlich dann auch in sämtlichen Telegram-Gruppen durchgereicht wurde und gesagt wurde, ey, wenn du da was willst, dann geh da hin, gib ein bisschen was extra und dann macht er das schon. So Zwinkie-Zwonkie. Wo ich gerade Goiking höre. Der Goik und der Stürzenberger sind ja heute vor Gericht. Echt? Heute sind die vor Gericht? Ja, ich will noch zum Heilpraktiker was sagen. Ja, dann Von den ursprünglich 130 angeklagten Fällen blieben am Ende des Verfahrens unter anderem 96 Körperverletzungen sowie 102 illegale Arzneimittelabgaben übrig. So, und der hat 4 Jahre und 3 Monate Haft bekommen. So, der Mann heißt Holger G. So, das kam zustande, weil er bereits mehrfach vorbestraft gewesen war. Auch seine Zulassung ist ihm bereits vor einiger Zeit entzogen worden. Er soll zudem in einer Entziehungseinrichtung untergebracht werden. Um welche Suchterkrankung es sich handelt, ist nicht bekannt. Soweit ich gelesen habe, hat er auch Leuten quasi dieses Verbrechen, dieses Medikamenten ausgeben, darf ja als Heilpraktiker eigentlich keine verschreibungspflichtigen Medikamente ausgeben. Und er hat das wohl offenbar gemacht. Und er hat wohl offenbar auch Leuten mit Krebserkrankungen davon abgeraten, richtige Behandlung einzugehen. Oder ist wohl auch eine Person gestorben, weil sie da eben die Behandlung aufgrund seines Rates abgelehnt hatte. So, zurück zum anderen Thema, was ich unterbrochen habe. Goiking. Genau, Goiking. Ich habe das jetzt gerade auch zufällig erst gesehen. Ich musste das selber erstmal alles lesen. Um das Hintergrund zu liefern, es geht um den Verein Pax Europa. Bürgerbewegung Pax Europa, genau. Entschuldigung, Bürgerbewegung Pax Europa, das ist ein Verein, der in Anführungszeichen Islamkritik betreibt, also Hetze gegen Muslime in Deutschland. Und die haben sich irgendwie in die Wolle gekriegt und jetzt haben die 2 Vorstände und die beiden Vorstände bekappeln sich gegenseitig, wer der Richtige ist und wer wem Geld schuldet und so weiter. Das ist ganz lustig anzuschauen. Ja, spannend ist dabei vor allem auch zu sehen, wie Stürzenberger, der angeblich alles immer umsonst und ehrenamtlich gemacht hat, da wohl richtig Geld rausgezogen hat. Weil Stürzenberger hat ja eigentlich auch keinen richtigen Beruf. Er sagt ja selber, er sei Journalist, schreibt aber eigentlich nur für PI News und hat diese Kundgebungen gemacht. Und dann kam irgendwie raus, pro Kundgebung hat er mindestens 400 Euro wohl kassiert. So viel zum Thema Ehrenamt. Und alle, die da sonst irgendwie auch aktiv waren in der Truppe um Stürzenberger, alle haben irgendwas gekriegt. Und ja, da ist der neue Vorstand jetzt irgendwie dahinter gestiegen und prüft da jetzt ganz genau die Bücher. Und das findet Herr Stürzenberger so gar nicht lustig. Der tut alles, um das zu verhindern. Auch Aussage Goikins bis hin zu Drohanrufen und so weiter. Also irgendwie versucht man da die Melkuh zu halten. Irgendwie kacken uns gerade alle Streams ab. Weichi ist weg, Bad Dürkheim ist weg. Ich guck mal. Aber Kevin ist noch da. Eine spannende Frage ist, wie hat sich Stürzenberger während der Pandemie finanziert? Denn der konnte ja während der Pandemie keine Demos machen, nur keine Mahnwachen machen. Und interessanterweise hat er während der Pandemie, oder ist er während der Pandemie in verschiedenen Schwurbel- oder rechten Streams aufgetreten und hat dort für die Pandemie-Maßnahmen der Regierung argumentiert. Also war voll auf Regierungslinie. Und man könnte ja jetzt einfach mal nur eine Frage stellen, ob dich eventuell der Herr Stürzenberger von der Regierung Geld kassiert hat, um da für die Maßnahmen der Regierung zu argumentieren, weil er sonst kein Geld hätte bekommen können, andersweitig. Ich stelle nur Fragen.
Nee, ich würde es anders formulieren. Der ist dort aufgetreten, hat wahrscheinlich Geld dafür bekommen, dass er eben auf Regierungslinie argumentiert. Nein, wir stellen nichts fest, wir stellen nur Fragen. Genau, wir stellen nur Fragen. Ja, das könnte natürlich auch sein. Wir spekulieren, was da bis passiert ist. Es muss natürlich nicht passieren. Auf jeden Fall, was besonders lustig ist, Stürzenberger lässt sich von Markus Heinz als Rechtsanwalt vertreten und kackt ständig ab. Also nach Goikings Aussage muss wohl ein Prozess nach dem anderen schiefgehen und in seinen Videos hat irgendwie Stürzenberger auch immer eine ganz abstruse Rechtsauffassung, die er seinen Jüngern und Jüngerinnen da immer irgendwie zur Kunde tut. Also der kämpft arg, glaube ich, um sein finanzielles Überleben, würde ich gerade sagen. Moment, was jetzt nicht so schlimm ist, dass der Baum um sein Überleben kämpfen muss, um sein finanzielles. Dafür hat er auch genug andere Leben zerstört. Ja, also... Der Heinz vertritt ihn nicht mehr. Ja, der wird durch irgendeine Münchner Kanzlei jetzt vertreten. Heinz ist wohl so teuer geworden. Dann habe ich was gelernt. Seit wann vertritt Heinz ihn nicht mehr? Wisst ihr, jetzt habt ihr das gesehen, jetzt zu diesem Urteil, das steht da in dem Twitter-Thread. Ah, okay. Vielleicht hat er auch mehrere. So einen für die richtigen Prozesse und einen für die Abmahnungen oder so. Einen für die Showprozesse. Der Küstenbewohner, wen meinst du mit dem Ziehsohn von Stürzenberger auf Twitch? Meinst du den Duomo Finkelstein oder den Pechi? Ist der auf Twitch? Okay. Der ist auch auf YouTube. Ist er auch auf Twitch? Wusste ich nicht. Ja, Irfan ist auf Twitch auch und macht da immer seine Show. Und mittlerweile macht er auch mit dem Stürzenberger einmal wöchentlich, glaube ich, einen Stürzenberger-Talk, wo die bis zu 4000 Viewer haben. Also das ist echt übel, was der Mann irgendwie an Leuten zieht. Wobei, man weiß es nicht, ne? Also man kann ja auch spekulieren, dass Bots gar nicht so viel Geld kosten. Aber ja. Wer weiß, da müssen wir den Chat beobachten. Dann könnte man eine bessere Einschaltquote ermitteln, sage ich mal. Ah, in Rostock will mal wieder Händchen halten. Süß. Ey, Moment, da hält sich jemand. Achso, die sind gerade fertig. Ich dachte schon, da hält sich jemand nicht mehr an den Händchen. Ja, in Rostock, war das in Rostock, wo die immer abgezählt haben? Nee, das war woanders, wo Kevin sonst immer war. Aber nee, ich glaube, das war auch in Rostock, wo sie einmal abgezählt haben. Also in Magdeburg redet man gerade über die Witwenrente. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Gab es eine Diskussion über die Witwenrente in letzter Zeit? Ja, es steht so ein bisschen zur Diskussion, ob man die nicht abschaffen soll, die Witwenrente. Und durch irgendwas anderes ersetzen, oder? Ich weiß es nicht. Die wurde ja eigentlich eingeführt, weil es ist ja oft so gewesen, dass der Mann der Verdiener war und wenn der und die, dass die Frau dann nicht, wie heißt es, einfach so ohne nichts dasteht, wenn der Mann sterben sollte, dass er da weiterhin eine gewisse Rente bekommt, dass er weiter, sag ich mal, leben kann. Ja, und zwar hat ein Ökonom gefordert, dass man aus wirtschaftlicher Sicht die Witwenrente abschaffen muss. Also zum einen, um das Geld eben zu sparen und zum anderen aber auch, um Frauen zu motivieren, nach dem Tod des Ernährers eben arbeiten zu gehen, in Anführungszeichen. Aber die Regierung hat schon gleich erklärt, dass sie das nicht möchte. Trotzdem sind da jetzt einige ziemlich aufgeregt bei den Querdenkern. Und das Kindergeld für Besserverdienende sollte ja gekürzt werden. Also alle mit 150.000 netto im Jahr, oder wie war das? Nee, brutto war es. Also auf jeden Fall, ja, brutto. Sowas wird immer in brutto gerechnet. Ja, wurde das schon irgendwo auf einer Demo erwähnt? Nein. Gott sei Dank. Das ist ja auch schwierig, ne? Also da müssten sie ja dann tatsächlich auch gucken, ob sie die sie ja immer als die da oben kritisieren, da tatsächlich unterstützen, ne?
Also man kann das diskutieren mit der Abschaffung des Elterngelds, aber das Elterngeld war eben auch ein Punkt, wo man Vätern eben gesagt hat, verbring Zeit mit deinem Kind, schaff Bindung, ne? Das war ja der Punkt, warum man das auch aufgebohrt hatte und von 12 auf 14 Monate ermöglicht hat und so weiter. Und ja, das ist, hat ja keinen versorgenden Charakter, das Elterngeld, ne? Sondern das ist ja, es ist ja keine Sozialleistung, sondern es ist ja im Grunde ein Lohnersatz für die Zeit, wo du dich um dein Kind kümmerst. Und da kann man dann natürlich schon fragen, ist es sinnvoll dann zu sagen, naja, wer viel Geld hat, der braucht das ja nicht. Wobei man sagen muss, dass es sowieso gedeckelt ist, ne? Also die Leute kriegen das, kriegen dann nicht ihre 150.000 im Jahr ersetzt. 68% monatlich. Wie Arbeitslosengeld ist das? Spreche da aus Erfahrung. Was ich halt heftig finde, ist, dass viele Leute das offenbar so verstanden haben, als wenn das gesamte Elterngeld abgeschafft würde, also für alle und nicht nur für besonders hohe Verdiener. Und ich glaube halt auch, dass das mit der Witwenrente wahrscheinlich, achso, das ist eine Forderung, die einfach nur von dieser Wirtschaftsweise kommt, nicht aus der Politik. Und also Elterngeld, Entschuldigung. Die Theorie von dieser Dame, die da eben in Magdeburg am Mikro stand, war, dass das jetzt nur eine Täuschung ist. Man würde jetzt ankündigen, die Witwenrente abzuschaffen und dann würde Olaf Scholz als der große Retter auftreten und das die dann doch wieder erlauben und dann quasi als Retter der Senioren dastehen. Das war die Theorie, die eben in Magdeburg geäußert wurde. Okay, dafür wäre es jetzt mal interessant zu wissen, wie viele Witwen es in Deutschland gibt. Aber es ist doch echt immer wieder erstaunlich, wie viel Absurdität eigentlich so möglich ist. Ja, also diese Erklärungen und diese Theorien und manchmal, das tut, manchmal tut es mir einfach nur noch so weh, wenn ich das so höre. Das ist ein Beispiel, die 15-Minuten-Städte sind das nächste, ich weiß nicht, was alles noch. So viel an Absurdität habe ich noch nie vorher gehört, bevor ich die Dullis entdeckt habe. Wirklich nicht. Wirklich die nicht. Haben wirklich, das sind so, wie soll ich sagen, Ängste, die sie haben. Es ist ja auch okay, wenn sie Ängste haben, aber die wissen nicht genau, wovor sie Angst haben und projizieren dann ihre Angst sozusagen auf alles. Es ist ja, kommt ja eigentlich aus von früher, also ganz früher, also als sich der Mensch überhaupt erst entwickelt hat, weil das Rascheln im Gebüsch macht Angst. Es könnte nämlich entweder ein Säbelzahntiger oder ein Eichhörnchen sein. Und das. Was hast du gegen unser Eichhörnchen? Ich habe nichts gegen das Eichhörnchen, es war nur ein Beispiel für etwas, was harmlos ist. Okay. Also es kann entweder ist nicht harmlos. Das hasst Schwurbler, ganz sicher. Ja, also jedenfalls als Beispiel. Und es muss ja nicht unbedingt unser Eichhörnchen sein. Na, jedenfalls, und das sind so die Ursprünge der Verschwörungstheorien, entweder Säbelzahntiger oder Eichhörnchen. Und diese Ängste vor Raubkatzen, die gibt es ja heutzutage außer im afrikanischen Busch nicht mehr. Und ey, das sind keine Ängste mehr. Das ist kaputt im Kopf. Ja, genau, aber ja, dieser Mechanismus ist bei denen kaputt im Kopf, denke ich mal. Dass sie dann immer noch irgendwie ihre unspezifischen Ängste haben und die auf irgendwas dann projizieren müssen. Weil es den Säbelzahntiger nicht mehr gibt, wird er jetzt auf die allmächtige und böse Elite projiziert, die in alles eine Verschwörung reinschreibt. Zum Beispiel jetzt Witwenrente wird abgeschafft, Olaf Scholz stellt sich dagegen und alle Witwen danken Olaf Scholz und wählen ihn beim nächsten Mal wieder. Ja, besser als die AfD. Das absurdeste Beispiel diese Woche ist das mit der Rainbow Forest Allianz. Also das heißt, da gab es eine Verschwörungstheorie diese Woche, die auf Telegram verbreitet wurde. Und zwar gibt es die Rainbow Forest Allianz, das ist so ein Gütesiegel für verschiedene Produkte, die eben in Afrika oder Südamerika hergestellt werden. Und die zertifizieren dir quasi, dass der Hersteller
den Arbeitenden auf den Plantagen nicht einfach so die Nase abschneidet, wenn die nicht arbeiten wollen. Mary, mir eine ist das Frage, eigentlich ist das nicht. Dieses Frosch-Symbol? Genau. Und die und wenn quasi ein Produkt diesen Mindeststandard erfüllt, dann dürfen die so ein Frosch-Symbol auf ihr Produkt draufkleben. Jetzt glauben die alle, dieses Frosch-Symbol würde darauf hindeuten, dass in diesen Produkten irgendeine Chemikalie drin ist, weil, eventuell sogar die Impfung, weil Bill Gates hat mal eine Spende an diese Rainbow-Allianz gemacht. Rainbow Forest, Rainforest, Rainforest Allianz, Entschuldigung, ich habe es falsch ausgesprochen. Ich poste mal das, den entsprechenden Tweet mit dem Video, das aus Telegram geholt wurde, hier im Chat auch rein. Ja, da sind tatsächlich Leute durch Supermärkte gelaufen und haben fotografiert oder gefilmt, wie viele verschiedene Produkte mit diesem Frosch-Symbol es gibt. Und die wollen jetzt im Labor untersuchen, was in diesen Produkten alles drin ist. Denn eventuell ist da mRNA drin oder so ganz schlimme Dinge. Warnt auch vor Aldi und Lidl oder Netto war es, weil da gibt es ja so viele Produkte mit diesem Frosch drauf. Ja, natürlich gibt es ganz viele, weil das ist super billig, das Siegel. Und wie gesagt, die haben keine tollen großen Kriterien. Die prüfen, wie gesagt, nur, dass die Leute da nicht auf den Plantagen ausgepeitscht werden. Mehr prüfen die da quasi nicht. Es ist also einfach nur ein billiges Werbe. Siegelt, um das auf das Produkt drauf zu klatschen, damit die Leute ein gutes Gefühl haben, die Produkte einzukaufen. Es ist einfach nur irre. Ja, das sind viele irre. Ja, das die sehen eine Verschwörung hinter allem. Du machst irgendein Siegel, dann wird, ach ja, was sie auch denken hier, Geldscheine. Die falten ja Geldscheine und legen die dann irgendwie zusammen. Und wenn man sich dabei geschickt anstellt, dann bekommt man etwas raus, was fast wie ein gehörnter Ziegenböck aussieht. Deswegen denken sie, der Euro ist satanisch. Das Ganze hättest du auch deswegen muss der Euro weg und die D-Mark wieder. Aber ich bin mir sehr sicher, dass der D-Mark, also einen Markschein, auch entsprechend falten kannst, dass da etwas rauskommt, was fast wie ein Ziegenbock aussieht. Ah, es gab doch jetzt irgendwie diesen Take in irgendeinem Space, ich weiß schon gar nicht mehr, von wem das war, dass auf dem Personalausweis die letzte Ziffer oder so die Anzahl deines Namens ist. Ja, das hatte jemand behauptet, das ist natürlich falsch. Wer war das nochmal? Keine Ahnung. So, irgendeiner im Space hat das behauptet. Das ist aber, wenn du googelst, findest du das häufiger, diese Behauptung, und die stimmt halt einfach nicht. Es wird nicht hochgezählt, und selbst wenn es hochgezählt würde, würdest du daraus nicht lesen können, wie viele Leute mit deinem Namen es gibt, sondern höchstens, wie viel du gerade zufällig bist davon. Ja, und der hat dann auch extra nochmal nachgeschaut, ne? Ich habe ja sowieso den Take, dass wenn du mit Großbuchstaben geschrieben bist, dann bist du ja nur eine Kopie und nicht das Original, oder? Ja, genau, die halten ja die irgendwelche Schreibweisen auch ganz hoch. Da gibt es auf diesen Telegram-Gruppen, da bei Behördenpost, wie muss ich antworten? Da wird dann irgendwas ganz kompliziert, irgendwelche äußerst komplizierten Schreibweisen werden dann da rumgeholt, also irgendwas mit eckigen Klammern und dann Doppelpunkte, dann Groß- und Kleinschreibung, dann Unterstrichen und der Titel, also Herr, Frau, Mensch oder Person oder was weiß ich. Bis sie dann wahrscheinlich, wenn sie einen Brief schreiben, den Hauptteil damit verbringen, ihren Namen zu schreiben. Weil sie sich darauf einbilden, sie wären dann der Mensch und nicht irgendeine Nummer und so weiter. Also ich verstehe es nicht. Ja, ich kann es dir erklären. Und das ist diese Reichsbürgerideologie, die es nicht nur in Deutschland gibt, die ist eigentlich in den USA entstanden. Und ist dort auch weit verbreitet. Es kommt drauf an, also in den USA gibt es ja diese Free Citizens oder sowas. Sovereign Citizens. Aber diese Idee ist einfach,
Es gibt ein natürliches Recht und es gibt dieses künstliche Recht, was quasi vom Staat erfunden wurde. Und in dem natürlichen Recht bist du ein Mensch und hast Naturrechte und in diesem künstlichen Recht bist du eine Person und hast Personenrechte. Und du wirst quasi, der Staat versucht, dich durch verschiedene Akte in dieses künstliche Recht reinzuziehen, durch Geburtsurkunden oder Führerscheine oder Ausweise. Wenn du aber da nicht mitmachst und dich weigerst, da quasi in diesem künstlichen Rechtssystem mitzuspielen, dann gilt für dich weiterhin das natürliche Recht, wo du Mensch bist und gewisse Naturrechte hast und dich den ganzen anderen Gesetzen, die so der Staat sich ausgedacht hat, dich unterwerfen musst. Ja, das nehmen die Reichsbürger inzwischen mit in ihre Ideologie mit rein. Also die Reichsbürger sind, glaube ich, etwas älter als die Sovereign Citizens. Nein, das stimmt nicht. Stimmt tatsächlich nicht, Pixo. Die haben tatsächlich, es gab zum Beispiel auch die Free Travelers in den USA, die sich schon relativ früh gegen Führerscheine und so weiter gewehrt haben. Und ja, also diese komischen Ideen und diese Mischungen, die kamen tatsächlich schon immer wieder auf. Aber diese Reichsregierungen, die kamen erst nach dem Zweiten Weltkrieg auf, diese Ideen, dass das Deutsche Reich ja noch fortexistiert. Ja, genau. Die Schittke-Regierung war, glaube ich, die erste. Und das war irgendwann in den 80er Jahren. Ich weiß es aber, unter 90ern. Und ich dachte, hätte jetzt tatsächlich nicht gedacht, dass dieses Free Travelers oder was oder Sovereign Citizens tatsächlich älter sind. Ich habe da eine Doku gesehen, das ist tatsächlich in den 50er, 60er Jahren schon in den USA entstanden, dass dort und zwar nicht als Ideologie entstanden, sondern wirklich als Trickbetrug. Das heißt, irgendjemand hat sich das ausgedacht und dann quasi Seminare verkauft oder Anleitungen verkauft an dumme Leute, wie sie das quasi ausnutzen können und damit Geld gemacht. Und das ist in den USA heute immer noch so, dass es ein Geschäftsmodell ist für die Leute, die sich das ausdenken und diese Idee verbreiten und dann quasi Geld dafür verlangen, dass es ganz genaue Anweisungen gibt, Skripte gibt, wie du dich verhalten musst, wenn du kontrolliert wirst von der Polizei oder wie du dich vor Gericht verhalten musst. Und es gibt ja in den USA einen sehr, sehr viel lockeren Umgang mit Persönlichkeitsrecht. Das heißt, du kannst dir Videoaufzeichnungen von Gerichtsverfahren angucken. Und es gibt sehr viele Videoaufzeichnungen mit diesen Sovereign Citizens, die jedes Mal auf die Schnauze fallen, weil natürlich zu behaupten, das Gericht wäre nicht zuständig und es gäbe gar kein Rechtssystem und sie wären nur private Menschen und keine Bürger, Personen, dem Richter vollkommen egal ist. Und einige wandern dann sogar ins Gefängnis wegen Missachtung des Gerichts und die anderen verlieren halt einfach. Noch eine Richtigstellung. Also die erste Reichsregierung wurde von Wolfgang Ebel gegründet, 1985. Genau, Ebel war der Erste. Und dann hat sich ja diese Sovereign Citizens Bewegung so ein bisschen weiterentwickelt, auch in die sogenannten Selbstverwalter, die sich auf eine UN-Charta, die es so gar nicht gibt, berufen. Das war zum Beispiel Peter Frühwald aus Fürth, damals noch, mittlerweile ist er irgendwo in Ostdeutschland, der Seminare dazu angeboten hat, wie man sich quasi zu einem eigenen Völkerrechtssubjekt erklären kann und dann hat die Bundesrepublik einem nichts mehr zu sagen. Und er hat damit auch ganz gut Geld gemacht. Das war dasselbe Geschäftsmodell wie bei den Sovereign Citizens, ne? Dumme Leute finden, denen man erklärt, wie sie es machen und am besten auch noch Dokumentenvordrucke verkauft, die sie dann verschicken. Und ja, dann zugucken, wie die auf die Schnauze fallen. Eine besondere Variante in den USA sind diese Moorish Citizens zum Beispiel. Das sind halt Afroamerikaner, die auf diese Masche reinfallen. Die beziehen sich auf einen Vertrag zwischen Marokko, dem Königreich von Marokko und den Vereinigten Staaten, das irgendwann im 18. Jahrhundert geschlossen wurde und behaupten jetzt quasi, sie wären Bürger von einem fiktiven marokkanischen Königreich. Die haben auch irgendwie mehrere verschiedene Könige, die da behaupten, König dieses Königreich zu sein. Und sie wären quasi in diplomatischer Mission in den USA und deswegen würden keine Gesetze für sie gelten als Diplomaten mit Immunität im Auftrag des marokkanischen Königreichs. Und die tragen dann vor Gericht immer diese roten Fez-Hüte, die man früher bei Indiana Jones in den Filmen gesehen hat. Die tragen sie, um zu zeigen, dass sie eben marokkanische Bürger sind. Oh
Okay, weil was, da hat mal so ein Richter auch so eine so ein Sovereign Citizen mal zurechtgewiesen. Er hat gesagt, ich bin kein Bürger dieses Staates und deswegen gelten die Gesetze zum was auch immer für mich nicht. Und da hat er gesagt, wenn ein Bürger aus Mexiko dieses Verbrechen hier begehen würde, was sie begangen haben, dann würde er genauso verurteilt werden nach den Gesetzen dieses Staates. Und dann hat er nachgedacht, oh Scheiße. Und dann noch abgeschoben werden. Ja, also das Abschieben ist jetzt eine ganz andere Geschichte, aber auf jeden Fall war das da so, glaube ich, das Beispiel, was dieser Richter ihm gebracht hat. So, ihr Lieben, so langsam nähern wir uns gefühlt, glaube ich, dem Ende. Ne? Also, wir haben nicht mehr viel, was los ist. Magdeburg ist jetzt auch durch. Es ist nur noch Leipzig unterwegs, aber Leipzig ist wieder ziemlich armselig. Auch seitdem der Gegenprotest gesagt hat, das ist nicht mehr nötig, da zu sein. Oder, was heißt nicht mehr nötig? Nein, wir wollen sie nicht aufwerten, die paar Hanseln, die da noch marschieren. Ja, aber heute Abend ist noch so ein bisschen was anderes Spannendes. Batunek, der bei uns auch mal in der Pandami mal zu Gast war, zu Pegida-Freizeiten, der hat heute einen Stream und wer den noch mitsehen möchte, Günni, also Freiheitsstream, der uns hier auf dem Kanal ja hostet, quasi uns als Gastgeber hier einlädt, hier zu streamen, der wird auf dem Discord zusammen mit allen, die Lust haben, den Batunek-Stream angucken und das Ganze live kommentieren, wenn ihr möchtet. Also fühlt euch eingeladen. Ich glaube, der Discord-Link ist auch nochmal im Chat, oder? Ich hau ihn mal rein. Wann geht das denn los? Gleich, jetzt. Um 20 Uhr will Batunek wohl anfangen, von daher. Oh. Der ist schon auf Sendung. Ich wollte gerade sagen, es ist schon nach 8. Ja, aber ist nicht schlimm, wenn wir ein paar Minuten später sind. Das ist jetzt alles nicht so dramatisch. Ja, dann denke ich, ne, ist das ein guter Aufruf für die Schlussworte, oder? Oder? Ja, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich denke, ja. Gut, dann wünsche ich auf jeden Fall einen schönen Abend. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen, die mitmoderiert haben. Und vor allem ganz, ganz herzlichst vielen, vielen lieben Dank, Nineberry, dass du wieder dabei warst. Du weißt, ich freue mich immer sehr, wenn du da bist. Und ich habe das sehr genossen. Oh, danke. Ja, und ein, ein herzliches Dankeschön auch an alle, die gesubbt haben, Subs verschenkt haben, Bittis rausgehauen haben. Und auch die, die das gerade nicht tun und uns hier unterstützen, indem ihr einfach dabei seid, den Link teilt, den YouTube-Link teilt, uns auf YouTube abonniert. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ihr seid eine der Runde Grund, warum wir das hier machen. Und ja, genau, haut mal alle eure Love-Emotes raus. Alles, was ihr an Herzchen-Emotes habt jetzt. Danke auch für deinen Dank, blauer Brokkoli. Das geht runter wie Öl. Ja, wir haben zum Abschluss noch ein bisschen Musik für euch, wenn ihr wollt, damit ihr ein bisschen rauschillen könnt. Ist heute ein bisschen was Elektronisches, Ruhigeres. Aber ja, ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn wir jetzt aufhören. Vielleicht hat auch die Eisdiele noch offen, wenn ihr noch ein Eis holen wollt, bevor wir uns dann gleich alle auf dem Discord treffen. Oh, also, guck mal. Ach ja, IT geht auch gerade live. Jetzt kommen sie irgendwie alle aus den Löchern. Also ihr Lieben, wir sagen dann Tschüss, würde ich mal sagen. Tschüss! Tschüss! Tschüss!